Wie kann man Unfassbares steigern? Rotherham in Nordengland war vor 4 Jahren schon in den Schlagzeilen wegen Kindesmissbrauchs. Jetzt aber offenbart sich erst das ganze Ausmaß. 1400 Mädchen und Jungen wurden in der Stadt sexuell ausgebeutet und missbraucht. Und so viele haben davon gewusst und nichts gemacht. Polizei, Behörden, Anwohner. Ein kollektives, ein nicht zu verstehendes Wegschauen und Versagen. Heiko Kunzmann berichtet. Rotherham, eine Stadt in der Mitte Englands, Schauplatz einer unfassbaren Serie von Sexualverbrechen. 16 Jahre lang wurden Kinder hier von einer Gruppe von Männern entführt, vergewaltigt und eingeschüchtert. Eines der Opfer ist diese junge Frau. Auch heute will sie noch anonym bleiben, wenn sie über ihren Peiniger spricht. Er hat mich jede Woche einmal vergewaltigt. Er brachte mich völlig unter seine Kontrolle. Ich hatte Angst vor ihm. Ich musste auch Sex mit seinen Cousins haben, mit jedem, der Lust auf Sex hatte. Selbst vor 11-jährigen Mädchen machte die Gang nicht Halt. Oft waren es Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen. Sie wurden vor Schulen abgefangen und mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht, so ein Untersuchungsbericht. Und auch mit Todesdrohungen. Die Täter übergossen manche Kinder mit Benzin und drohten, sie anzuzünden. Sie wurden mit Waffen bedroht und gezwungen, sich brutalste Vergewaltigungen anzusehen. Die Täter sind laut Bericht aus Rotherham. 5 von ihnen wurden bereits 2010 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Die meisten von ihnen haben Wurzeln in Pakistan. Stadtangestellte und Polizisten wussten offenbar, dass es noch mehr Fälle gibt, teils von den Eltern angezeigt. Es existieren bereits 3 Untersuchungsberichte, doch die wurden heruntergespielt oder ignoriert. Niemand handelte, auch aus Angst, als rassistisch zu gelten. Niemand handelte, auch aus Angst, als rassistisch zu gelten. Der Chef des Stadtrats trat bereits zurück. Jetzt steht vor allem er unter wachsendem Druck. Der regionale Polizeichef Sean Wright, er war im Stadtrat lange für das Thema Kinderschutz zuständig. Er will von den Dimensionen des Missbrauchs nichts gewusst haben. Mir tut jeder Missbrauchsvorfall sehr leid. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte eindeutig mehr getan werden können. Die Labour-Partei fordert seinen Rücktritt sowie mehrere Stadträte, selbst das Innenministerium. Ich glaube, er hat ernsthafte Fragen zu beantworten. Und ich denke, unter diesen Umständen sollte er die Rufe nach einer Amtsniederlegung befolgen. Es bleibt vor allem die Frage, warum so viele Behörden so lange Hilferufe nicht ernst nahmen. Rotherham wird auch die kommenden Tage kaum zur Ruhe kommen. Und warum Rotherham kein Einzelfall in Großbritannien ist, dazu finden Sie mehr unter heute.de.